Ja, und jetzt kannst du mit den weiteren Übungen noch etwas mehr Erfahrung sammeln. Du hast ja wiederum die Lösung im PDF-Format. Bitte beachte jeweils den Auftrag genau und versuche es genau so zu lösen wie vorgegeben. Speziell beim Interview empfehle ich dir, dieses Formatübertragungswerkzeug, also diesen Pinsel einzusetzen, damit also die Fragen und die Antworten konsequent gestalterisch voneinander abgesetzt werden.